Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute am Sonntag möchte ich noch mal einen kurzen Flug machen, bevor wir dann ab nächste Woche deutlich längere Flüge angehen werden. Aber bevor wir uns einen Job raussuchen, wie immer erstmal andere arbeiten lassen. Herr Berlin steht rum. Wir schauen mal, der hat seinen zweiten Flug von EDDQ nach ED11 erfolgreich absolviert. Ist auch ausgeruht, ausgeschlafen, wunderbar. Das hat also alles perfekt geklappt für 1405 Dollar. Das bringt also schon richtig Geld ein. Und mir ist dann aufgefallen, wir sollten auch sein Flugzeug oder das Flugzeug, das er fliegt, das ja auch unseres, erstmal versichern. Und suchen dann einen Job für ihn. Für 1728 kann er nicht. Not enough. Klicken wir hier mal drauf. Okay, er hat jetzt also keinen Job. Er selber hat jetzt keinen Job, den er annehmen kann. Wir erhöhen mal die Distance. 100, 150. Da haben wir was. 150. Da würde er was finden. Allerdings, hoffentlich reicht sein Sprit dafür. LKDO, das ist also hier irgendwo. Das ist schon in Tschechien. Ja, wunderbar. Kann er ja aber machen. Wir nehmen vielleicht doch lieber den Flug nach hier oben an die Küste. Da können wir zur Not noch ein bisschen mehr Sprit nehmen. Also ein Passagier nach Nordholz. Nehmen wir an. Und los geht's. Wir prüfen noch mal. Wird beladen, das passt. Er wird dann auch gucken, ob ich in ungefähr einer Stunde und ein bisschen ankomme. Wunderbar. So, dann schauen wir bei uns. Wie gesagt, heute nur einen kurzen Flug. Ab morgen machen wir dann längere Flüge und da wird sich auch noch was anderes ändern. Zeige ich euch gleich im Flugsimulator. Ich habe die Distance aus Spaß hier auch schon mal auf 150 gemacht vorhin und zu gucken. Also da gibt es eine ganze Menge schöner Flüge. Jetzt machen wir mal die kürzeren Flüge und stellen das Gewicht richtig ein, sodass wir mal schauen. Sightseeing, das brauchen wir nicht unbedingt. Hier unten ein Flug nach Magdeburg. Der geht auch nach Magdeburg, bringt 20 Dollar mehr, dann nehmen wir noch den. Passt. Gut. Dann planen wir mal unseren Flug. Wie immer im Flugsimulator. In der World Map. Wir sind in EDCB Wallenstedt und wir wollen nach EDBM Magdeburg. Schauen wir mal einmal, können hier Cold and Dark starten, dann machen wir das auch. Celeste Departure. So, was wir ab morgen, ab dem nächsten Flug dann ändern werden, ist, dass wir, ich habe es hier testweise schon mal eingestellt, oder theoretisch können wir das eigentlich, müssen wir mal schauen. Also wir sind ja bisher immer direkt geflogen, GPS, das bedeutet, ein einfacher Kurs, haben uns dann einen Hilfspunkt gesetzt und dementsprechend dann die Landebahn angeflogen. Ich würde ganz gerne auf Low Altitude Airways wechseln, beziehungsweise bei diesen kurzen Flügen lohnt sich das nicht. Da sieht man da keinen Unterschied. Ich zeige euch das mal, wenn ich einfach mal, das ist in Berlin. Berlin-Brandenburg, EDDB, wenn wir also den Flug mal nehmen. Direct GPS wäre dann wirklich wieder diese gedachte gerade Linie. Es ist natürlich etwas unrealistisch, wenn auch möglich. Wenn wir Low Altitude Airways nehmen, dann wird er uns also wirklich von Navigationspunkt zu Navigationspunkt und wir können dann hier auch Arrivals einstellen. Das ist natürlich für so eine Pipistrel auch ein bisschen übertrieben wahrscheinlich von vor zu vor. Das bedeutet, von Funkturm zu Funkturm ist dann auch schon fast wieder ein bisschen langweilig.
Also werden wir die Low Altitude Airways nehmen und dann mal gucken, ob wir tatsächlich dann hier auch entsprechend mit Approaches und Arrivals dann arbeiten können. Dann gibt das hier zwar so eine irre Geschichte, weil wir dann uns einfach an die wirklichen Regeln halten müssen, wie man so einen Flughafen wie Berlin-Brandenburg dann anfliegt. Diese kleinen Graspisten, da gibt es das natürlich alles nicht. Dementsprechend ist da der GPS-Navigationskurs in Ordnung. Aber wenn wir jetzt einfach mal uns Magdeburg angucken, hat Magdeburg Approaches, ja. Ja, ist auch gar nicht schlecht. Da würden wir hier los und würden dann uns hier sauber einordnen und würden sauber auf die 27 ankommen. Das machen wir. Das finde ich eine ganze Ecke cooler. Dann soll das genauso sein. Neofly sagt jetzt noch, wir haben zu wenig Gewicht. Das bedeutet, wir erhöhen jetzt nochmal um 50 Pfund unser Gewicht, sodass wir dann auch unseren Bonus kriegen für den Gewichtsrealismus. Okay, dann geht's los. Hello, Pilot. Let's see what's on the books for you today. From dispatch to transporter. Let's take these passengers to their destination. Pilot from dispatch. Boarding passenger. Please stand by. Transporter. Boarding is complete. You can start your flight. Gut. Dann wollen wir mal. Also wie man die Pipistrel jetzt startet, haben wir uns ja schon einige Male angeguckt. Deswegen jetzt das Ganze ein kleines bisschen schneller. Unsere Parkposition, Landelichter lassen wir noch aus, linker Tank passt auch. So, Beleuchtung haben wir an. Die Tanklights an. Das können wir auch schon mal anschalten. Hier das Funkgerät. So, hier haben wir natürlich nichts, wo wir funken können, deswegen lassen wir das auch erst einmal weg. Schauen wir mal, wo müssen wir lang? Dort drüben. Berlin Center, das macht ja jetzt eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Nee. Das machen wir nicht. Okay. Machen wir das weg. So, die Landelichter, das lassen wir noch aus. Das passt auch. Gut, dann gucken wir nochmal schnell zu Neofly. Neofly gibt uns All Green hier oben. Richtige Position, richtiges Flugzeug, richtige Beladung. Und dann wollen wir doch tatsächlich nicht mehr viel Zeit verlieren. Ach so, natürlich. Stellen wir mal eine Flughöhe ein von, ich mach mal 2000 Fuß, die wir dann erstmal erreichen wollen. So, dann wollen wir mal, ich drehe rechts rum. Huch, falscher Knopf. So. Ja, wie gesagt, also die direkten GPS-Flüge stellen uns ja da nicht mehr so unbedingt vor eine wirkliche Herausforderung. Deswegen die Idee, Low Altitude Airways zu nehmen. Ich habe in der Vergangenheit immer das Problem gehabt, dass er die von mir gewählte Höhe,
dass die ATC, die von mir gewählte Höhe, nicht akzeptiert. Also wenn ich da 3000 Fuß auswähle als Höhe, dann möchte die ATC mich trotzdem irgendwie auf 9000 Fuß bringen, was bei diesen kurzen Flügen, da müsste mir mal einer in die Kommentare schreiben, ob dann trotzdem so hoch geflogen wird. Bin ich ja nahezu nur mit Steigflug und Sinkflug beschäftigt. Das kann eigentlich weder wirtschaftlich noch sinnvoll sein. Also deswegen fliege ich eigentlich immer bei diesen kurzen Flügen ein bisschen tiefer. Aber wir wollen ja dann auch wenigstens so 150, 200 nautische Meilen fliegen, bis wir dann zurück nach Braunschweig kommen und dann unsere Airline gründen. Da müssen wir dann schauen, dass wir dann tatsächlich unsere entsprechenden Routen bedienen. Wie wir das dann machen, das müssen wir uns dann sowieso nochmal angucken, ob ich euch dann immer mitnehme, ob das nicht zu langweilig wird. Das weiß ich eben dann auch noch nicht. Aber das finden wir gemeinsam raus. Vielleicht mag der eine oder andere mir das ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ihm gut gefällt oder was ihm nicht so gut gefällt. So, aber habe ich jetzt die. Jetzt bin ich schon verwirrt. An der Lichter habe ich angemacht. Okay. Dann wollen wir. Die Sicht resetten. So. Und los geht das. Bisschen rauszoomen. Klappen hatte ich auf 1 gesetzt. Bon voyage, Aircrew. We hope to see you again soon. Danke. Klappen gehen rein. Und dann drehen wir uns mal. Das jetzt mit dem Approach auf die 27 finde ich schon mal richtig cool jetzt. Ich möchte ja dann eigentlich zum A320 irgendwann hin, da braucht man das ja dann sowieso. Das macht dann schon deutlich mehr Realismus. Uiuiui, Wind haben wir also auch. Schauen wir mal. Autopilot an, Nav Mode an. Dann mit 300 Fuß machen wir mal 400. Gucken, ob wir den Flughafen noch sehen. Hinten. Na, wackelt ganz schön. So, was ist hier los? GPS habe ich doch gesetzt. Navmode nochmal aus. Und aus, was genau ist jetzt hier los? Bisschen den Schub weg. Wahrscheinlich zu sehr geschnitten. Den Kurs, wir versuchen es nochmal. Aber jetzt zeigt mir hier unten auch 17,6 Meilen. Huch! Sink ich hier? Was ist denn hier los? Ist ja merkwürdig. Muss ich hier eine andere Source auswählen? O1, GPS. Ja, gibt ja nur die beiden. Sechzehn nautische Meilen. Ja. Sorry. Ich wollte zoomen. So passt das. So passt das. Er hat jetzt den Waypoint Runway 27 drin.
Oh, Menschenskind, jetzt muss ich mich aber mal konzentrieren, dass wir hier auch mal entsprechend steigen. Ist ja merkwürdig. Hat nur einen einzigen Waypoint drin und das ist die Runway. Und genau die versucht er jetzt auch anzufliegen. Das muss ich wahrscheinlich dann nochmal testen. Ohne Aufnahme. Wir machen das jetzt hier live und in Farbe. Aber ich zitiere mal den Herrn Hensler. Was passiert, passiert. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall mal den Autopiloten an. Sagen Ihnen, er soll auf jeden Fall mal auf 2000 Fuß gehen. Und den Kurs halten wir mal selber. Ist ja merkwürdig. Wir können doch hier auch den Flightplan sehen. Da ist Runway 27. User nach Burrell. Das wäre erstmal richtig. Exit. Also per GPS. Muss ich das dann über vormachen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Vorstellen, haha! Würde auch nicht unbedingt passen. Was ist da? Die Wolken sind hoch genug. Okay, das passt. Ja, vielleicht mag mir der eine oder andere, der das weiß, mal in die Kommentare schreiben. Ich kann ja hier, glaube ich, auch den Flightplan aufrufen. Aha, hier sehen wir das jetzt. Active Flightplan. Gucken wir uns den Flightplan mal an. Guido nach. Runway 27. Und die ganzen Zwischenpunkte. Active Flight Plan, proceed. Select Approach. Exit. Gute Frage. Wieso er jetzt hier direkt auf den Runway, kann ich denn jetzt hier hoch runter? Geht auch nicht. Durch das Drehen geht es auch nicht. Ich hätte jetzt natürlich erwartet, dass er den Burrell als erstes nimmt, so wie hier in dem Flightplan auch drin. Aber macht er nicht. Hier sehen wir jetzt natürlich, das ist natürlich ganz cool. 32 Grad. Dann können wir ja. Uch! Nee, Exit. Clear. Exit. Da könnte man jetzt ja sagen, wir fliegen den über. Einfach über Heading an. Das wäre ja dann auch eine ganz gute Übung. Ein bisschen mehr Schub. Sieht es denn hier eigentlich aus? Ist ja auch eine Suppe. Das ist doch aber auch ein ganz anderer Kurs, als wir den gerade gesehen hatten, oder? So, hier rüber. Bin maximal verwirrt. Gebe ich offen zu. Gut, ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen in den Zeitraffer, bis wir bei Burrell sind und fliegen dann unseren Anflug ganz sauber auf die Runway 27. Und bis dahin, bis gleich.
So, da sind wir jetzt über Bol. Ich bin im Heading Mode und werde jetzt entsprechend rechts eindrehen, um dann auf circa 180 Grad, mal gucken, uns ungefähr von Hand jetzt auf diese Route zu setzen. Ich habe leider jetzt auch in der Zwischenzeit immer noch nicht rausfinden können, wieso wir diesen Flugplan jetzt nicht abfliegen. Das muss ich mir dann außerhalb der Aufnahme nochmal angucken. Oder vielleicht weiß es jemand von euch, kann es in die Kommentare schreiben. Ich kenne das eigentlich so, dass er dann sauber diese Punkte auch aus der World Map übernimmt und dann entsprechend einen nach dem anderen abfliegt, so wie das hier in dem Flightplan auch zu sehen wäre. Ich weiß nicht, ob man da hätte noch einen eigenen zusätzlichen Waypoint setzen müssen oder ähnliches. Oder ob nur das Approach dann nicht ausgereicht hat. Weiß ich nicht. Probieren wir dann mal aus. Kein Problem. Wir können das ja auch von Hand abfliegen. Das stört uns ja nicht. So, dass wir jetzt entsprechend uns hier auf diese. Er hat auch zwischendurch jetzt hier diese Route nochmal geändert. Wir werden jetzt also hier. Ich kann noch mal ein bisschen näher ranzoomen hier. Wir werden jetzt also hier diese Route entsprechend so abfliegen nach EDBM. Ist natürlich ein Riesenumweg zum normalen GPS oder Direct GPS-Kurs, der auch funktioniert hätte. Aber gut, wenn man immer alles gleich macht, lernt man nicht dazu. Das wäre dann natürlich auch ein bisschen langweilig. So, zoomen wir hier nochmal ein bisschen ran. So gucken, wann wir so ungefähr diese Linie kreuzen und dann werden wir entsprechend nochmal in den kurzen Zeitraffer gehen, bis wir dann ungefähr hier unten bei dieser Kurve angelangt sind. Und ab da werden wir dann sauber die Landung einleiten. So, wir gehen jetzt auf 180 Grad. Das müsste ja ziemlich genau stimmen. Dachte ich. Es ist nicht genau 180. Machen wir 170. Täuscht ein bisschen. Ja, besser. So. Können wir schon mal gucken, ob wir Magdeburg hier kriegen. EDBM Traffic Select Runway 27. Full Stop Landing. Announce. Ja, Position Echo vielleicht. Delta Bravo, Mike Traffic, Kraken Mike Kilo 00, 717 miles northeast, 2000 feet inbound to land runway 27. Dann können wir nachher nochmal on Final. Gehen jetzt auch schon mal runter. Auf 1000 Fuß. Schauen mal in die VFR-Map. Ja, das ist hier auch irgendwie alles durcheinander. Müssen wir nochmal angucken. 258 Fuß, also nicht näher erwähnenswert, kein ILS. Und die Piste ist 3500 Fuß, das sollte uns locker ausreichen, dass wir das entsprechend. So, Heading. Ein bisschen anpassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bisschen abgekommen vom Kurs, aber ich probiere jetzt mal was aus. Jetzt auf das entsprechende NAV-Signal zu gehen.
Heading aus. Dreht er dann rechts bei. Ja, hat er vorgehabt. Hat er vorgehabt. Da habe ich ihn jetzt ein bisschen unterbrochen. Gut, dann Heading. Dann drehen wir von Hand. Auf 270. Und versuchen es gleich nochmal. Die Klappen gehen schon mal einen raus. So, da hinten ist es schon zu sehen. Jetzt würde ich dann den NAV mal ausmachen und also den Heading ausmachen und NAV an. Und jetzt sieht man, dass er jetzt diese Parallele würde jetzt kreuzen und dann sauber diesen Kurs hier halten. So dass wir dann endlich auch Richtung Flughafen kommen. Ja, scheint zwei unterschiedliche Flugpläne zu sein, sowohl in dem Garmin als auch in diesem Garmin. Das probiere ich nachher in Ruhe nochmal aus. Wäre schade, wenn das nicht funktioniert, aber es geht mit Sicherheit, ich weiß halt nur nicht wie. So, dann können wir on final eigentlich announcen. Echo Delta Bravo, Mike Traffic Kraken, Mike Kilo 007, is on final runway 27 to land. Ja, dann gehe ich nochmal kurz in den Zeitraffer, damit wir dann wirklich zur Landung übergehen. So, dann machen wir mal alles fertig, was wir so brauchen. Hier können wir noch mal ein bisschen reinzoomen. Wunderbar. Klappen sind draußen, Geschwindigkeit, Schub etwas zurück. Die Lichter sind noch perfekt. Und dann können wir auch noch mal den Autopiloten einfach noch ein bisschen sinken lassen. 500 Fuß. Und dann übernehmen wir es gleich von Hand. Ja, bisschen chaotisch die Folge heute. Ich wollte eigentlich noch einen normalen GPS-Flug machen. Jetzt im Nachhinein hätte ich es mal gemacht, aber egal. So haben wir zumindest rausgefunden, dass das so von den Einstellungen nicht funktioniert. Ich probiere das nochmal aus und beim nächsten Flug müsste dann hoffentlich alles vernünftig funktionieren. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ihr perfekte Flüge haben wollt, dann müsst ihr zu, keine Ahnung, JD oder Captain Canada oder wie sie alle heißen, oder dann passt das. So, Autopilot aus, Schub geht weiter zurück. Dann wollen wir mal den Rest von Hand selber machen. Sind ein bisschen zu tief. Das korrigieren wir jetzt. Sieht man immer schön an diesen vier Lampen. Zwei weiß, zwei rot ist das, was wir wollen. Vier rot heißt, man kommt zu tief rein. Vier weiß, man kommt zu hoch rein. Die Mitte ist das, was wir normalerweise wollen. Piep, piep. So, mal gucken, ob ich es diesmal ein bisschen sanfter schaffe. Mit dem Wind nicht so leicht. Welcome to your new location. I'll get back to you as soon as you're in the parking. Minus 87, okay. Taxi to parking and shut down your engine. Ist hier eine Abkürzung? Nee. Das ist irgendwas anderes. Alles klar.
So, Klappen gehen rein. Schub geht raus. Oh, Autos, cool. Bremse, Lichter aus, Zoom erhöhen, dann wieder ein bisschen Schub, Parkbremse geht wieder raus. Aufpassen, nicht über 30 Knoten. Dann parken wir noch kurz. Gucken uns dann noch die Statistiken von Nearfly an. Also ich habe mal geschaut, wir brauchen auf jeden Fall so um die 50.000, damit es mit der Airline Sinn macht. Wir brauchen nämlich, also die Airline gründen ist nicht das Problem. Was wir brauchen, ist ein Hub, also ja, einfach Bodenpersonal für unsere Airline und das dann nicht nur in Braunschweig, sondern nach Möglichkeit auch dort, wo wir hinwollen, damit wir immer auch den entsprechenden Rückflug kriegen. Wenn wir sonst nur in Braunschweig einen Hub haben, dann können wir zwar dort einstellen, wir wollen, keine Ahnung, Braunschweig-Frankfurt fliegen, aber dann kommen wir aus Frankfurt nicht wieder nach Braunschweig zurück und deswegen bräuchten wir in Frankfurt auch eins. Je größer der Flughafen, desto teurer die Büros. Also müssen wir wahrscheinlich lieber in der Nähe von Frankfurt, das gucken wir uns alles gemeinsam an. Wir müssen aber noch ein, zwei Flüge machen, damit wir diese Wochenmiete auf jeden Fall haben, um diese Hubs dann mieten zu können. So, angekommen. Etwas chaotisch, tut mir leid. Motor aus. Transporter, you can open the doors and begin the disembarkation. Transporter from dispatch. Everyone is on the bus. Check that they haven't forgotten anything. Have a nice day. You can start your engine now. Gut, have a nice day. Vielen Dank. Wir schauen noch mal. Also 32 Minuten. Bonus für Security Stress und Realism. Faktor 1, ja, wir haben so viel zu tun, unglaublich. Total Flight, 51 Experience Points. Tanken müssen wir demnächst auch. Können wir, glaube ich, hier. Und wir kriegen dann die 1100, die haben wir schon bekommen. Können wir nochmal ins Finance Log gucken, genau. Für kostet genauso viel wie dort. Und dann die 1141. Wir schauen mal, wo Herr Berlin ist. Der ist auf jeden Fall unterwegs bis kurz vor Cuxhaven und der wird uns auch dann schönes Geld noch einbringen und dann werden wir uns beim nächsten Mal wieder einen neuen Flug raussuchen. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn diejenigen, die wissen, warum der Flugplan nicht korrekt abgeflogen wurde, mir das vielleicht ganz kurz in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.